In der Industrie werden Röntgengeräte zur Materialprüfung, zum Beispiel von Schweißverbindungen, in Flughäfen zur Kontrolle von Gepäckstücken und in der Medizin zur Durchleuchtung des Körpers und zur Bestrahlung von Krebszellen eingesetzt. Da Röntgenstrahlen Körperzellen ionisieren und dadurch schädigen, schützt man empfindliche Körperteile durch eine Bleischürze. Bevor ich auf die Röntgenstrahlung eingehe, erinnere ich an das Bohrsche Atommodell. Im Schaubild ist schematisch ein Kupferatom zu sehen. Im Atomkern befinden sich positiv geladene Protonen und elektrisch neutrale Neutronen, die den Kern zusammenhalten. Um den Kern bewegen sich negative Elektronen auf unterschiedlichen Schalen. Da Atome nach außen neutral sind, ist die Protonenanzahl gleich der Elektronenanzahl. Rechts seht ihr die Schreibweise für ein Kupferatom mit der Massenzahl 63 und der Ordnungszahl 29. Das Kupferatom hat demnach 29 Protonen und wird von 29 Elektronen auf 4 Schalen verteilt umkreist, wobei die inneren 3 Schalen voll besetzt sind. Die Anzahl der Neutronen ergibt sich als Differenz von Massenzahl und Ordnungszahl. Wir erhalten also 63 minus 29 gleich 34 Neutronen. Im Kupferatomkern befinden sich also 34 Neutronen und 29 Protonen. Zur Berechnung des Fassungsvermögens, also der maximalen Anzahl der Elektronen auf einer Schale, wird 2 mit der Schalennummer hoch 2 multipliziert. Die Schalennummer der Kartenschale ist 1. K gleich 2 mal 1 hoch 2 gleich 2. Die Karteschale ist mit 2 Elektronen voll besetzt. Das Fassungsvermögen der Eltenschale ergibt sich mit L gleich 2 mal 2 hoch 2 gleich 8. Das der Emtenschale mit 2 mal 3 hoch 2 gleich 18. Und das der Entenschale wäre 2 mal 4 hoch 2 gleich 32. Da wir aber insgesamt nur 29 Elektronen haben, bleibt auf der Entenschale nur ein Elektron übrig. Das Elektron der Entenschale befindet sich auf der kernfernsten Bahn und lässt sich im Atomverband durch Anliegen einer elektrischen Spannung leicht im Metallgitter verschieben. Die Bahngeschwindigkeit der Elektronen nimmt mit höherer Schalennummer ab. Der Atomkern besteht aus positiven Protonen und Neutronen, die den Kern zusammenhalten. Ein Atom ist nach außen elektrisch neutral, da die Protonenanzahl mit der Anzahl der Hüllelektronen übereinstimmt. Auf maximal 7 Schalen, K bis Q, die unterschiedliches Fassungsvermögen haben, sind die Elektronen verteilt. Im Periodensystem sind die Elemente entsprechend ihrer Protonenanzahl geordnet. Die Protonenanzahl wird auch Ordnungszahl oder Kernladungszahl genannt. In der Animation dringt ein energiereiches Elektron in die Atomhülle eines Atoms der Anode ein und schlägt ein Elektron aus der K-Schale heraus. Beide Elektronen verlassen in unserem Fall die Atomhülle. Ein Elektron der L-Schale fällt unter Abgabe von Röntgenstrahlung in die Lücke der K-Schale und hinterlässt dadurch eine Lücke in der L-Schale, die von einem Elektron einer weiter außen liegenden Schale wiederum durch Abgabe von Röntgenstrahlung aufgefüllt wird. Nur 1% der in der Röntgenröhre beschleunigten Elektronen schlagen aus kernnahen Bahnen Elektronen aus ihrer Schale heraus und erzeugen dadurch abhängig vom Anodenmaterial eine charakteristische Röntgenstrahlung, deren Linienspektrum messbar ist. Neben der charakteristischen Strahlung ist auch die sogenannte Bremsstrahlung an der Erzeugung von Röntgenstrahlung beteiligt. Angenommen, ein stark beschleunigtes Elektron dringt in die Atomhülle des Anodenatoms ein und fliegt in der Nähe des Atomkerns vorbei. Durch die starken elektrisch positiven Kernkräfte wird das Elektron aus seiner ursprünglichen Flugbahn abgelenkt und verliert an Geschwindigkeit.
wird also gewissermaßen abgebremst. Diese Impulsänderung ist mit einer Bremsstrahlung verbunden, die ein kontinuierliches Röntgenspektrum erzeugt. Im Gegensatz zur Gammastrahlung, die infolge des Kernzerfalls entsteht, entsteht die Röntgenstrahlung durch hochenergetische Vorgänge in der Atomhülle. Hält man eine Hand zwischen Röntgenröhre und eine Fotoplatte, entsteht ein Röntgenbild der Hand. Da die kalziumhaltigen Knochen der Hand die Röntgenstrahlen stärker absorbieren als die Muskeln und das Fettgewebe, erscheinen die Knochen auf dem Röntgenbild dunkler. Röntgenbilder sind scharf, da Röntgenstrahlen im Gegensatz zu Lichtstrahlen kaum gebrochen werden. Deshalb sieht man beim Durchleuchten mit einer sehr hellen Lichtquelle auch keine Knochen. 99% der auftreffenden Elektronen des Kathodenstrahls erwärmen die Anode stark, sodass die Anode bei leistungsstärkeren Röntgengeräten gekühlt werden muss. Außerdem verwendet man bei diesen Röhren auch andere Anodenmetalle. Mit zunehmender Anodenspannung wird die Röntgenstrahlung kurzwelliger, womit das Durchdringungsvermögen zunimmt. Röntgenstrahlen sind elektromagnetische Wellen mit sehr kleiner Wellenlänge. Röntgenstrahlen verlaufen geradlinig, werden kaum reflektiert und gebrochen, können Materie durchdringen, werden in Abhängigkeit der Ordnungszahl des Materials und der Materialdicke geschwächt, ionisieren Atome und Moleküle, schwärzen Fotofilme und bringen bestimmte Stoffe zum Leuchten. Auf der nächsten Folie habe ich meine Schlüsseltasche durchleuchtet. Ich habe hier mal den Röntgenstrahlkegel eingezeichnet. Das ist ja hier die Rückseite des Leuchtschirms und von der anderen Seite sieht man dann, was sich in dieser Schlüsseltasche befindet, nämlich ein Schlüssel. Und man erkennt sogar, dass sich darin eine Scheckkarte befindet und hier ist der Chip der Scheckkarte. Außerdem erkennt man natürlich die Reißverschlüsse der Schlüsseltasche. Als nächstes habe ich ein Steckernetzteil durchleuchtet und man erkennt sogar hier einen kleinen Transformator und das könnten Kondensatoren sein. Auf der nächsten Folie seht ihr die Röntgenbilder eines Relaisbausteins. Der Abbiegungsmaßstab ist hier unterschiedlich und das erreicht man dadurch, dass man die Gegenstandsweite variiert. Ich beschließe mein Video mit dieser letzten Folie. Röntgenbilder einer annähernd punktförmigen Strahlungsquelle, Formeln, Rechenbeispiele. Wir haben hier den Brennfleck der Röntgenröhre. Und wir können ja die Gegenstandshöhe, die Bildhöhe messen und auch den Abstand zwischen Gegenstand und Bildschirm. Wir können allerdings nicht die Gegenstandsweite und die Bildweite messen. Die können wir nur rechnerisch ermitteln. Dazu verwenden wir diese beiden Formeln. Tangens Alpha ist ja Gegenkathete durch Ankathete, also Groß G durch Klein G. Oder Groß B minus G durch Klein B minus G. Wir bilden den Kehrwert und multiplizieren mit Groß G. Dann erhalten wir diese Formel für Klein G, für die Gegenstandsweite. Nach dem zweiten Strahlensatz verhält sich die Bildweite zur Gegenstandsweite wie die Bildhöhe zur Gegenstandshöhe. Nach der Bildweite umgestellt ergibt sich die zweite Formel. Ein Gegenstand mit einer Höhe von 7 cm erzeugt auf dem Leuchtschirm eine Bildhöhe von 10 cm. Der Abstand zwischen Gegenstand und Bild beträgt 11 cm. Berechne den Abstand zwischen dem Brennfleck der Röntgenröhre und dem Gegenstand, die Bildweite und den Abbildungsmaßstab. Zunächst kennen wir die Gegenstandshöhe mit Groß G gleich 7 cm und die Bildhöhe mit Groß B gleich 10 cm. Der Abstand zwischen Gegenstand und Bild, das ist klein b minus klein g, ist 11 cm. Wir suchen einmal die Gegenstandsweite, die Bildweite und den Abbildungsmaßstab. Wir verwenden zur Berechnung der Gegenstandsweite die erste Formel und setzen die gegebenen Größen in die Formel ein und erhalten eine Gegenstandsweite von 25,6 cm. Nun können wir mit der zweiten Formel die Bildweite ausrechnen. Indem wir den berechneten Wert von klein g in die Formel einsetzen und die bekannten Werte von groß b und groß g.
Wir erhalten eine Bildweite von 36,7 cm. Den Abbildungsmaßstab berechnet man, indem man die Bildhöhe durch die Gegenstandshöhe dividiert. Also a gleich b durch g. Gegebenen Werte in die Formel angesetzt, erhalten wir einen Abbildungsmaßstab von 1,43.